Ich war gerade dabei, entspannt Pokémon zu farmen. Da spricht mich Wolo an und sagt, na, sieh mal einer an, wenn das nicht Tom ist, so sieht man sich wieder. Denn unsere Mission ist ja eigentlich gerade, jemand vom Diamant-Clan zu treffen, um zu erfahren, wie wir uns übers Wasser bewegen können. Es wird großartig, ich bin mir sicher, dass wir das hoffentlich in diesem Let's Play-Part schaffen, einmal ein bisschen so übers Wasser zu fahren und ein paar Wasser-Pokémon zu fangen. Ich bin sehr gespannt, auch erst Wasser zu erzählen. Also, sieht man sich wieder, was ich hier so treibe? Ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Naja, geht so. Ja, passt halt. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Da hast du schon 4 Tafeln. Du erhältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst, oder? Wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihn zu reiten? Cool. Daran muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig, denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Pass auf, keine Sorge, mir werden auch irgendwann 10 Pokémon folgen. Und hier ist der genannte Ort. Hier sollen wir hin, um zu erfahren, wie wir uns übers Wasser bewegen können. Komm sofort, noch ein kleiner Augenblick. Jo, erzähl. Wer bist du? Moin. Ich bin Sasuke vom Diamant-Clan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysian-Flöte dabei hat. Dann musst du Tom sein. Warum bist du hier? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Es ist auch so ein Unsicherer. Oh, das tut mir ja leid. Oh, überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige das nächste Mal an. Also, weswegen bist du hier? Die Feuerabspeiseinsel, also beziehungsweise Salmagnis, um übers Wasser zu kommen. Ist es eigentlich eher. Erzähl. Du willst auf die Feuerspeiseinsel? Wenn das so ist, empfehle ich dir, Salmagnis mit meiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte eine klitzekleine Schwierigkeit werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Unmöglich? Erzähl. Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber der nächste Schritt ist für mich viel zu einfach. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr. Ja, das mache ich doch. Easy. Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na, gut. Wirklop. Ich kriege schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Den Zutaten, Mama, musst du mit Zwirklops Finster auch die richtige Würze verleihen. Nur so wird aus ihnen die Speise, die Salmagnis so liebt. Alles klar, mache ich. Wo finde ich das denn? Brauche ich eh. Also eigentlich die Vorentwicklung brauche ich eh. Ihr Leute von der Galaktik-Expedition kennt ihr wirklich keine Furcht. Das ist richtig furchteinflößend. Zwirklop ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Oh, auf der Karte sieht das Gebiet des Weltweides wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte es sein. Oh, das schaffst du. Mit Zwirklops kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Du bist ein richtig armer Dude, weißt du das? Und du hast noch eine Nebenmission, Sasuke. Hast du es dabei? Du weißt schon, das Pokémon, das mit Z beginnt und mit P endet. Du hast das Pokémon wohl nicht dabei. Okay. Muss hier nach da ganz hinten. Ich hoffe wenigstens, dass es gerade nachts ist. Also, hier kann ich ja nicht so viel darüber sagen, ob es gerade tags oder ob es gerade nachts ist. Ich werde auf jeden Fall einmal alles ignorieren, weil es zumindest dunkel aussieht. Oder, dass man da irgendwo. Oh, hallo. Wie geht's dir? Würde dir gerne versuchen, ein, zwei Bälle. Oh, schmeiß mich auch einfach von meinem Pokémon. Okay, ein paar wilde Kramurks, die etwas sauer werden. Ist auch gar kein Problem. Ich bin eigentlich nur zu euch. Also eigentlich will ich nicht zu euch, aber zack, ich wäre bereit, euch einmal kurz zu fangen. Genauso auch dich. Bleib ganz entspannt, bleib ganz ruhig. Ganz entspannt und ganz ruhig. Bitte, Sonis wird jetzt nicht von hinten von einem anderen Pokémon angegriffen. Bop. Sehr nice. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es drin bleibt. Wird schon, oder? Du bist nicht drin geblieben. Als ob. Bleib mal drin. Menno, jetzt ist es wütend. Nee. Kämpfen brauche ich gerade eigentlich nicht. Stattdessen, zack, guck mir, was hier mal wieder drin ist. Wenn es ein Boromir ist, kann hier, sollte es nicht rosa sein. Okay, du bist wieder rosa, von daher bist du, glaube ich, nicht das dritte Boromir. Aber ich habe ja auch noch die Mission, euch mit der Aero-Astro-Kette kämpfen.
Von daher wird das einfach gemacht. Schwupp. Bauen Liste. Tschüss, Wurmi. Ich habe eine neue Pokédex-Mission erfüllt. Ah, wir werden alles glücklich sein. Uah, kommen wir hier hoch. Und Cornupto hat eine neue Attacke erlernt. Da kann ich auch einmal reinschauen. So, hier bin ich doch jetzt noch bei weitem nicht angekommen. Muss ja noch super weit. Aber das kriegen wir schon hin, auch so super weit zu gehen. Deswegen sollte ich auch nicht zu lange hier irgendwelche Pokémon haben, obwohl ich wirklich, wirklich Lust hätte, wenn ich all das hier sehe, woran ich gerade vorbeireite. Das tut mir im Herzen weh, keinen einzigen Pokéball da geschmissen zu haben. Auch hier, komm, da muss ich kurz einen Pokéball werfen. Das geht einfach nicht anders. Zumindest einen Pokéball. Das finden wir sonst nur in der Raumzeitverzerrung, dieses Pokémon. Zack. Und dann kann ich auch weiter. Nachdem ich einen Pokéball wenigstens geworfen habe. Oh, und da beginnt's. Da ist zumindest Zwirrlicht als auch Zwirrklopp. Wunderbar. Seid ihr bereit, von mir gefangen zu werden? Hier müssten wir also hin. Und als ob mich das doch noch spontan entdeckt hat. Und als ob ich gerade mit Zerpeise kämpfe. Wann war denn Zerpeise ausgewählt? Leute. Wir setzen lieber keine sehr effektive Attacke ein, ansonsten ist das Zwirrlicht direkt down. Direkt besiegt. Sondern, du machst ordentlich Schaden. Das muss ich schon mir eingestehen, Zwirrlicht. Denn dann lässt das eine oder andere Absauber-Ding raus. Und jetzt, flop, gibt's eine KP. Bitte mach halt keinen Schaden. Wir haben so viel Schaden, glaube ich. Gut. Ein Pokéball sollte reichen. Und dann wird gleich Zwirrklopp gefangen, meine Freunde. Gleich wird Zwirrklopp gefangen. Das ist der ja ganz entspannt hier unter dem Schiffsdrecker mit dabei. Blong. Das hat sich befreit? Ein Zwirrlicht mit kaum KP hat sich gerade aus einem Pokéball befreit? Are you serious? Und besiegt mein Zerpeise? Are you serious, Zwirrlicht? Das gefällt mir ja gar nicht gut, was du hier treibst. Also überhaupt nicht gut. So 0-0-0-0 gut. So, warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Zack, nicht so. Ich kann auch direkt ohne den Beutel zu öffnen im Pokéball schmeißen. Aber ich mache das einfach nie in diesem Let's Play. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, dass ich das einfach nie kriege. Nö, befreie dich doch nicht, Zwirrlicht. Unnötig. Unnötige Befreiungsmission hier von dir. Zack, ja, erhöhen wir alles an Werten, setzen Schattenstoß ein, vernichte meinen Cornupto mal wieder komplett. Was bist du eigentlich für ein Zwirrlicht, dass du in keinem einzigen dieser Bälle drin bleibst? Das kann doch nicht sein, hier. Versuch uns mit einem schweren Ball. Das ist, glaube ich, das Ziel. So, du hast so wenig KP, du kannst ja gar nicht mehr drin bleiben. Dankeschön. Das wurde jetzt aber auch anstrengend. So, haben wir noch ein zweites Pokémon, oder? Da ist das Drifblon. Meine ich doch, hier war noch ein zweites Pokémon. Das würde ich auch einfach besiegen, wenn es nicht im Ball bleiben will. Ich werde es aber einmal ausprobieren. Und ansonsten, zack, da ist Psyana ran. Sieht gut aus. Zwirrklopp, bist du bereit? Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan, dass hier noch ein zweites Gift ankommt. Okay, ich wüsste jetzt gerne, was die Lieblingsspeise von diesem Pokémon ist. Da ich das aber nicht weiß, schmeiß mir das mal so. So, entschuldige den Cut. Ich musste einmal aus Gründen ganz kurz ausmachen, beziehungsweise hier einfach einen Cut reinlegen. Ich habe das Zwirrklopp gefangen im Kampf danach, ist nicht im ersten Ball drin geblieben und danach bin ich direkt wieder hier zurück ins Dorf. Also es ist gar nichts, was ihr verpasst habt. Keine Sorge, ihr habt nur den Fang dieses Zwirrklopps verpasst und das war es quasi schon. Jetzt nehme ich das ins Team und dann ist das, was uns eben gerade aufgetragen wurde, dass wir das natürlich mitbringen sollen, damit wir dann die Medizin herstellen können. Das ist alles, was ich jetzt beachten muss. Also ja, ich möchte bitte zurück hierhin, möchte hier in das Ziel und dann einmal herstellen die Lieblingsspeise von diesem wunderschönen Pokémon, dessen Namen ich wieder vergessen habe, weil es kein Lapras ist und das fies ist, wenn es kein Lapras ist. Es muss immer ein Lapras sein in diesem Game. Es ist Pokémon. Ich möchte auf Lapras schwimmen und nicht auf Salzmogia oder wie auch immer das Viech heißt. Keine Ahnung. Daher reiten wir entspannt unserer Wege, schmeißen zwischendurch einen Pokéball, hoffen, dass es drin bleibt, schmeißen zwischendurch das Psyana darauf und dann schmeißen wir zwischendurch noch einen Pokéball. Du beobachtest mich gerade, das ist ein bisschen unnötig, aber du bleibst trotzdem drin. Ich bin mir sicher. Wusste ich doch. Charmian wurde gefangen. Hier machen wir genau das Gleiche. Zack, go. Das war deutlich zu klein. Okay, kann ich verstehen, dass er das abwehrt. Nein. Stopp. Jetzt rede ich. Sehr schön. Das wollte ich mich auch noch einmal bewerfen. Wenn wir schon dabei sind, hier einfach random Pokémon zu bewerfen, dann bewerfen wir doch glatt alles. Auch wenn wir nicht weit genug werfen. Hi, Evoli. Kann ich aber trotzdem noch fangen, ne? Denn wenn du mich entdeckt hast, zack, kann ich dich, glaube ich, trotzdem noch fangen. Auch ganz entspannt. Oh. Griffel. Hi. Hui.
Bleib einfach drin, Griffel. Ist die beste Wahl. Glaub mir einfach. Ist die beste Wahl, einfach drin zu bleiben. Zack, Pokémon gefangen, 3 von 3. Also das ist jetzt hier so die entspannte Fangungsmethode. Man läuft einfach durch, schmeißt die Ball auf jeweils jedes Pokémon, auf das es irgendwie drin bleibt und nimmt zum Wildnis ein bisschen Extreme, ein bisschen was für den Pokédex, ein bisschen was für die Zukunft. Schadet ja nie, als auf Pokédollar. Und dann sprechen wir mit Sasuke. Was, nee, Suski, was geht? Weiß schon, das ist das Pokémon mit Z-Beginn und P-Endet. Hast du es dabei? Ich hätte es aus meiner Box vorzeigen können. Ich bin extra zurück ins Dorf, damit ich das in mein Team holen kann, weil er mich fragt, ob ich es dabei habe. Ich bin extra zurück, damit ich dir dieses Pokémon zeigen kann und ich hätte es jederzeit von der Weide hierher holen können. Das ist eine absolute Frechheit. Lass es bloß nicht raus. Gut, mal sehen. Wenn du so entschlossen bist, auf seinem Magnus Rücken zur Feuerspeinsel zu schwimmen, würde ich meinen Teil dazu beitragen müssen. Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen, oder besser gesagt von ihrem Vulcano. Doch diesmal musst du aushelfen, schließlich willst du von seinem Magnus anerkannt werden. Wenn ich das dir als Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finster auch einsetzen. Okidoki. Ach, und das kann Rana auch? Gib mir das Zeichen, ich bin bereit, irgendeinen Knopf zu drücken, außer es passiert alles von selbst. 3, 2, 1, oh, ich habe zu viel Angst. Nein, 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 nicht 1, nicht 1. Bro, kriegst du das hin? Na gut, das 110 hat mich noch nervöser gemacht. Am besten, wir legen einfach gleichzeitig los. Go! Und jetzt kommst du auch. Schaffst du es? Ja, unser Deck ist zu köcheln, oder? Ja, ein köstlicher Duft breitet sich auch. Sein Magnus Lieblingsspeise ist fertig. Grüße geht raus. Du erhältst sein Magnus-Kloß. Dankeschön. Lieblingsspeise des Reit-Pokémon, sein Magnus. Die Materialien wurden auf ungewöhnliche Weise gesammelt und dann auf ebenso unangewöhnliche Weise zubereitet. Das Aroma, perfekt. Die Form, auch perfekt. Besser hätte dieser sein Magnus-Kloß nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Ginkgo-Strand aufmachen, wo sein Magnus auf uns wartet. Du schon weißt, dass es auf uns wartet, ist cool. Aber auf zum Strand. Was steht denn hier? Ei. Ah, ihr seid einfach nur so ein paar Trauben. Blups, ein paar Bienen. Ziehen wir den. Ich hasse, wenn das passiert. Wenn ich den falschen Ball auswähle. Oh, das beobachtet mich aber aus weiter Ferne, das Pokémon. Wie soll man sich denn da jemals rannähern? So. Zack. Ha. So viel zu dem Thema, wie man sich da jemals ran nähern soll. War einfach nur laut. Aber es ist geflohen. Es ist leider geflohen. Zack. Bin bereit, auch noch ein Pokéball auf dich zu schmeißen. Du bist schon eher aggressiv. Das bedeutet, bei dir muss ich aufpassen. Genauso auch bei dir. Und dann bereit, weiterzugehen. Das eine wurde auch tatsächlich gefangen. Das eine Bojelin. Wie krass. Und Go, du bist auch mein. Es ist da am Strand. Obwohl, das habe ich gerade eben schon, glaube ich, einmal eingesammelt, oder? Zack. Knallmoos. Davon brauche ich 3 Stück für eine Nebenmission. Dort die 2, die da liegen, die nehme ich auch mit. Zack. Nebenmission direkt erfüllt quasi. Da will sich irgendjemand... Oh, hallo. Was geht? Wollen wir ausprobieren, ob du im Ball bleibst? Hast du Bock drauf? Ausprobieren, ob du im Ball bleibst? Ich kenne deine Lieblingsspeise nicht, aber ich würde einfach mal einen Ball schmeißen. So. Und go. Oh, geht nicht. Zumindest nicht mit dem Superball. Vielleicht geht es mit dem Hyperball, das weiß ich natürlich nicht. Aber Superball ignorierte einfach diesen still und heimlichen Wurf. Warte, ich rede mit dir. Ich habe schon auf dich gewartet, Tom. Mhm, so und so machst du das. Und dann... Hallo, Suski. Was geht? Oh, Rena, ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Man wird uns nicht verraten. Außerdem wollten meine Vulcano und ich Salmagnus so gerne mal wieder sehen. Wie du meinst, dann werde ich Salmagnus jetzt rufen. Und... Lalalala. Wieder die gleiche Melodie. Wer hätte es gedacht? Die Melodie hätte sich auch mal ändern können, aber nein, alle haben die gleiche Melodie. Let's go! Salmagnus, wo bist du? Ich möchte auf dir reiten, beziehungsweise ich möchte auf dir schwimmen. Krass! Ein Anblick, was eine Animation, wie das Pokémon hier aufgetreten ist. Black Screen. Das Pokémon ist mit Black Screen zu uns gekommen. Mega cool. Das ist deine Chance, Tom. Gib sein Magnus den Kloß. Ja. Hui, du wirfst sein Magnus den Kloß zu. Wieder eine kranke Animation, aber Black Screen.
wie eine Beere zugeworfen wird mit so einem Kloß für Blackscreen, weil sie keinen Bock hatten, sich da was auszudenken. Salma! Salma, Agnes. Glück gehabt. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der du Salma rufen kannst. Ich kann die. Dann rufe ich auch Ursaluna. Nein. Du hast dir jetzt nicht wirklich die Melodie beibringen lassen. Wirklich einfach nein. Wir kannten die Melodie bereits unnötig. Egal, weiter. Bei Magnus hat sich die Melodie eingeprägt. Okidoki. Darf ich jetzt auf die reiten? Und eine Wassertafel habe ich auch erhalten von seinem Magnus. Das ist aber sweet. Dankeschön, sein Magnus. Zack, haben wir die Tafel für das Wasserelement auch. Hier wird wohl das Feen-Pokémon. Spannend, spannend, spannend. Sein Magnus wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeitinsel zu erreichen, Tom. Hallo. Ich gratuliere dir, Tom. Danke. Kano. Rina? Ja. Ich bin bereit. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Kano hier gerettet hat. Damals haben Suski und ich, Salmagnis, auch mich vor dem Tode bewahrt. Oh. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suski. Doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suski, wenn niemand dabei zu ist. Ich möchte nicht, dass dein Ruf darunter leidet. Oh, so hart wird über dich gelästert, dass sogar Leute, die mit dir Zeit verbringen und Menschen sind, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere doch auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und für Kano nicht gegen seinen Willen zum König zu machen. Kano, Kano. Seufz, lass mir das Thema lieber. Uka. Okay, wenn wir denn keinen Fukano haben, bin ich gespannt, wie wir stattdessen... Oh, hör gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Wir starten, dies ja, der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstick ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessie, am Talent so reich. Wer sich die Nesseln setzt, bereut es zugleich. Ah, Team Rocket! Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Jesui tiefe Wurzeln schlagen. Wir vor euch stehen unbeugsam drei. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns diese Fukano. Ihr wollt euch meinen Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Die sind ja gut drauf, Pokémon-Clown. Jetzt Gengar! Ja, hat er sogar wirklich einen Gengar am Start. Wow, Respekt! Die, geht aber gut ab in ihrem Pokémon. Geht gut ab. Und ihr wart echt langsam. Dass wir da so gar nicht reagiert haben? Fukano gehört uns! Nur wegen der Ernstschlechtigkeit des Diamant- und Perlclans haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Wir werden nicht dafür sorgen, dass Fukano richtig stark wird. Wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück zu unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass niemand stören sollte. Okay, ihr geht also auf die Insel, wo ich eh hingehe. Das ist doch cool. Enga! Ongeng! Guck nicht, wir lassen ihn einfach fliehen. Ganz normal. Wir lassen die einfach fliehen. Warum auch nicht? Das... Nein, Fukano. Nein, it's too late. Du bist weg. Was machen wir denn jetzt, Tom? Das ist ganz und gar nicht gut, oder? Nein, das ist ganz und gar nicht gut. Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Tom, du musst an Fukano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben gesagt, ihr Versteck sei im Ort, das niemanden stören würde. Die Fälle einheirat ein im Kobelkistenland, auf dem diese Beschreibung passt. Die Feuerspeiinsel. Salatnes Hilfe solltest du doch jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten, rette Fukano. Ja, werde ich machen. Easy. Ich werde jetzt auf diese Insel fahren und Fukano retten. Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Geht am Plan. Aldrana, du solltest bei dem kleinen Fukano bleiben und warten. Ich werde mit ihm zur Insel gehen. Uff, eine Insel voller Blitze und Banditen.
Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Tom. Ach, zieht mich sein Magnus. Jetzt kann ich nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinen Brücken aus Items zu werfen. Ich schätze, jemand mit deinen Fähigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Cool. Du musst erstmal etwas Mut haben, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Easy, ich hab den Mut. Also, dein Magnus, drücke den Plus-Knopf oder den A-Knopf, wenn du dich im Wasser befindest, um einfach das Wasser zu überqueren. Okay, wenn du auf deinem Magnus haltest, kannst du auch weiterhin Items werfen und Sprung und Zielen und alles, was nicht dazu kommt. Also hier jetzt im Wasser, A-Knopf. Dann muss ich richtig im Wasser sein. Hallo? Achso. Boah. Wobei ich sie lange noch gewartet hatte. So, und jetzt kann ich auch Pokémon kämpfen lassen, tatsächlich. Hui! Hey! Hui! Cool! Mantips! Boah, wie viele davon da sind! Sind die alle so unaufmerksam? Um. Und nur, ich weiß, es bedeutet das andere. Danke. Und danke. Sind wirklich alle so unaufmerksam. Denkt ihr, hier passiert euch nichts im Wasser? Seid ihr alle noch Freunde? Sie so gar keine Angst vor so einem random Trainer wie mir hat? Und sind alle auch irgendein Pokémon. Die Weiterentwicklung haben wir auch schon im Let's Play Part gesehen, wie der einfach vor uns weggeschwommen ist. Oh, halt. Kann ich das da reinschmeißen? Nein. Kann ich das da reinschmeißen? Tatsächlich. Okay, ich kann also Remoraid zwar bekämpfen. Nicht sehr effektiv, das war Zauberschein ein. Ich kann schon gegen die Pokémon Wasser kämpfen, aber ich kann keine Bälle unter Wasser werfen. Ich muss ganz warten, bis sie rauskommen. Oder den Kampf entwickeln und dann im Kampf die Pokébälle schmeißen. So, das klingt doch nach einem coolen Plan. Also, ist ja easy, durch die Gegend zu reißen. Kann ich mal schmeißen? Nein, kann ich nicht. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Ich möchte jetzt keine Schmerzes fangen, ich möchte einfach nur Pokébälle schmeißen. Aber wenn die alle unterm Wasser chillt, so wie hier vorne auch. Oh, hi, was bist du denn? Hui! Oh! Bist du auch eine spezielle hiesige Form oder siehst du immer so aus? Du bist auch eine spezielle hiesige Form, oder? Das kann man doch keiner erzählen. Dass das keine spezielle hiesige Form ist. Autsch. Ich saß da zu lange und hab gechillt und nachgedacht. Nennen wir das auch eine ganz normale Form. Ich habe einfach nur vergessen, wie tatsächlich aussieht. Was ein bisschen peinlich wird, wenn man bedenkt, wie viel Pokémon ich in meiner Kindheit gespielt habe. Aber es kann ja immer sein, dass du was tust. Oh, hi. Zack. Easy. Wie kann ich auch jederzeit im Wasser und den Pokémon absteigen und wieder aufsteigen lassen? Hi. Das ist gar kein Pokémon. Sehr schön. Kalelos wurde gefangen. Und ich fange sie auf. Wollte ich sagen. Danke. Bleib bitte im Ball, Kalelos. Es ist gut, dass du ein liebes Pokémon bist. Wenn du ein liebes Pokémon bist, gehört das nicht für mich. Einfach Bälle schmeißen. Nein. Nicht so. Nicht so. So, das ist wirklich nicht so. Nee, ich möchte nicht fliehen. Ich möchte bitte im Kampf. Deine Psychologie einsetzen wollen, einfach einen Ball schmeißen. Nicht mal dazu fliegen, einen Ball zu schmeißen, bitte. Das gibt es doch gar nicht. Die kann man nämlich von hier abgeschlossen sein. Und das da vorne sind langweilige Pokémon. Dementsprechend gehen wir jetzt hier wieder ins Wasser. Und unser Herrscher-Pokémon herbei, das uns jetzt zum Glück alles anvertraut. Und müssen wir noch erklären, dass wir fliegen? Ja. Egal. Hi. Das ist doch. Zack. Ini. Nein, sag ich die Lügen. Hui! Gar nicht mal so einfach. Hab ich. So locker. Das war so einfach. Also, wer das nicht schafft, too easy, meine Freunde, too easy. Hui! Okay, du hast mich zu viel entdeckt, das war zu erwarten. Ich möchte sowieso eh nur zur Insel. Zu diesen drei Girls, die ihr denkt, sie könnten ein bisschen aufmüpfig sein, sie könnten ein bisschen Stress machen, das eine oder andere Pokémon klauen. All das sollen sie nicht machen. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Liebe. Liebe für Community, Liebe für euch, Liebe für jeden. Hui! Hi! Nein, dabei war wieder daneben. Aber, oh, was ist denn da für eine coole Höhle? Möchte ich auch entdecken gehen. Diese Höhle da. Wow. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Hier ist die Insel. Wunderbar, ich bin angekommen. Das ist doch das, was ich sehen wollte. Oh, neues Wasser-Pokémon. Das ist das, was ich fangen wollte. Okay. Jetzt. Hab dich. Und. Hab dich. Nein. Hey.
Danke, jetzt bleib mal drin. Da vorne wären zur Not noch ein paar mehr, aber ich... Dankeschön. Finion. Mein allererstes Finion auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, mache ich hier aber aus. Wir sehen uns im nächsten Let's Play Part. Bis zum nächsten Mal.